Hey guys und damit herzlich willkommen zu dem ersten Video von Payday 2 auf meinem Kanal. Ja, warum spiele ich dieses uralte Spiel Payday 2? Und zwar dafür gibt es einen Grund, und zwar ist das jetzt auf Steam für einen kurzen Zeitraum komplett kostenlos, und zwar für immer, glaube ich, zumindest, hoffe ich, weiß ich. Habe ich gelesen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten in unserem Versteck. Ich habe noch nicht wirklich ins Spiel so reingeguckt. Ich habe mir ein Video so 5 Minuten angeguckt. Aber ich würde sagen, wir starten mal ins Versteck. Willst du dein Versteck betreten? Ja, will ich. Ja. Hätte ich schon Bock drauf. Tag 1. Payday. This is Bane. Oh, I hate answering machines. Oh, anyway, it's time for you guys to come to DC. The town is ripe for the taking. So catch a plane as soon as you hear this. Once you're here, I'll have someone pick you up at the airport and drive you to the safe house. I have so much in store for you. When you get here, I'll already have your first payday too. Gut. Das war auf Englisch. So, jetzt auf Deutsch. Das Versteck ist euer zweites Zuhause, eure Festung, euer Rückzugsort. Der Ort, an dem euer Geld Form annimmt. Das Versteck bietet euch die Möglichkeit, eure Fähigkeiten ganz stressfrei zu verbessern. Ihr könnt verschiedene Waffen oder Techniken wie Tresore aufbrechen oder Kameras deaktivieren ausprobieren. Riesige Geldhaufen anhimmeln. Und sogar Dinge kaufen, mit denen ihr eure Hütte so ausstatten könnt, dass euch jeder Gauner von hier bis zum Weißen Haus beneidet. Ja, gut. Ich würde sagen, Vorteile. Keine Ausrüstung haben wir. Das Standardding, Soundtrack, brauche ich nicht. Gut, ich würde sagen, wir sind bereit für Tag 1. Alright, this is it. I'm out of here. Payne will contact you when you get inside. Okay, ich bin anscheinend in einer Stadt, wurde hier gerade abgesetzt von dem Auto hier. Und ich glaube, hier geht's rein. Okay. Es sieht nach einer Wäscherei aus und nicht so nach einem Versteck für einen Gauner, aber okay. Gut. Warte, bis sich Bane meldet. Okay. Oh, hier ist ein süßer Plüschtier. Hallo. Hier der Sound. Bane ruft an. Welcome back. See, you don't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. I trust you've had a vacation worthy of real heisters. You worked hard. You needed it. But you're needed once again. Okay, anscheinend beobachtet er uns. Behind the kitchen. Go there. I've prepared the starting kit for you. Oh, er hat ein Paket hinterlegt anscheinend. Ein Starter-Kit. Muss ich meine Maske aufsetzen. So. Zack. Okay, let's do this, buddy. First of all, beside that starter kit, another package is waiting for you in the back alley. Okay, in der Seitengasse ist noch ein Paket. My accomplice will assist you. He's waiting. Das ist ein Auto. Look up. Da kommt was. Meins. Pick it up. It's your money that I laundered. Some extra in there for your generous contribution to Overkill. Okay, anscheinend ist... Go inside and drop the bag on the table so you can count it. I hope everything is there. Danke, dass du mich ausreden lässt. Gut, anscheinend ist in der Tasche so ein kleines Startgeld und wir haben auch gerade ein Startergeld bekommen mit Waffen. Ja. So, ich muss... Ich muss jetzt das Geld zählen und werde die ganze Zeit unterbrochen. Alles klar. Okay, gut. Ich würde sagen, wir müssen es hier drauflegen. Zack. Some cash. Look at it as a welcome gift to get you started. I expect you will pull in much more. F, um das Geld zu nehmen. Zack, 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 zack. Ich bin reich. Spaß. All right now. This is your safe house. This is where you spend your time off duty. It's not much at the moment, but give it some time. I'm working on it. And I'll let you do some decoration yourself soon. Okay, das ist jetzt erstmal ein Übergangsversteck. Wir kriegen anscheinend noch ein besseres. See that statue? Lady Justice, hand her some money.
Danke, dass du mich wieder ausreden lässt. Gut, anscheinend haben wir jetzt so ein Startergeld bekommen. Und das hier ist erstmal unser vorübergehendes Versteck. Er guckt sich noch für was Besseres um. Und wir können es auch noch nach der Zeit auch ein bisschen dekorieren. Aber wir müssen der Statue jetzt erstmal ein bisschen Geld geben. Okay, bitteschön. Oh. Oh. Ich will auch so eine Geheimtür. Ui. Okay, to your left is your coordinate station. This is where you get your contracts. To your right is your security cameras. Look around and I'll tell you more. Okay, das ist jetzt mein Geheimversteck. Hit the coordinate station to get out of here. Ja, sieht doch schick aus, oder? Ja, Tür ist so. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Putzeimer. Überwachungskameras. Ausgang zum CrimeNet. Oh, the best room in the safe house, the vault. Oh. Your money is here. Der Tresorraum. Your cash is piled on that table. If you get enough, maybe we can upgrade this place, huh? For now, just enjoy the view. We'll put more in here, I promise. That offshore account is your exit fund. When you skip town, you'll be glad you put it right there. Otherwise, any questions? I'm sure you can figure out the rest. Feel free to come here whenever you want. Okay, vielleicht, It might be worth coming by consistently. Vielleicht könnt ihr die Texte ein bisschen mitlesen, weil, If you missed any info, just use the button to play a pre-recorded message. Okay, vielleicht könnt ihr die Texte ein bisschen mitlesen oder so, weil ich kann jetzt nicht alles vorlesen, weil er es etwas schnell redet und mich die ganze Zeit unterbricht, wie ihr vielleicht hört. Okay, gut, das hier ist anscheinend mein Rückzugsgeld, was da steht, und hier ist mein schöner Tresorraum, der bald mit viel, viel Geld voll wird. Ja. Okay. Da liegt was Grünes. Ich will wissen, was das ist. Ui, Munition. Okay, irgendwie so ein Schießstand oder so, keine Ahnung. So, was ist hier noch? F für Info. Here's your mask area. Pretty self-explanatory. Ah, meine Maskensammlung. Okay, gut, hier hängen alle meine Masken. Kann ich hier auch was? Nein. Shot. So the safes can be drilled, even picked, if you have the skill. Okay. I know this is elementary for you, but practice is practice, right? Okay, Übung macht anscheinend den Meister beim Tresor knacken. Gut. Okay, hier liegen Pläne. Ich will die Waffe. Gib sie mir! Hier sind nochmal Überwachungskameras. Oh ja, Luft! Danke. So. Dann würde ich mal sagen, hier gibt's noch. Doors, you can try these out too. Keep in mind that there are lots of ways to get one open. In our line of work, closing doors is pointless. Opening them is what matters. Hm. Okay. Dann knacken wir mal ein paar Türen, würde ich sagen. Bohrer zu verwenden. Die Feder in Schlüsselkarte. Bora! Let's try to have the drill do its thing without others coming near it. They don't even need line of sight. They'll get suspicious just from the noise. Alter, ist der Bora laut. Oh. Tschüss! So, CrimeNet, Ausgang zum CrimeNet. Okay. Ich würde sagen, sonst gibt's hier, glaube ich, nichts mehr. Ich kann die auch nicht ausschießen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ins CrimeNet. Erste Mission abgeschlossen. Okay.
Du hast $0 mit deinem Tageshonorar verdient. Du hast noch $5,000 an Kleinkram und Bargeld gestohlen. Geschickt dein Offshore-Konto, 4.000 zum Bargeld hinzugefügt. 1.000. Okay. Payday. Ziehe eine Karte. Okay. Okay. Bekommen Waffenmod. Akuk-Visier. Okay. Gut. Würde ich sagen, haben wir die erste Mission im Versteck auch schon geschafft. Gibt's da noch was? Ne, dann kann ich das Besteck wieder betreten. Ich habe was im Inventar. Kann ich jetzt auf die Waffe was draufpacken? Waffenkolben. Okay. Ich habe gerade was bekommen. Wo kann ich das denn machen? Ausrüsten. Hab ich das? Ja. Okay, kann ich noch was ausrüsten? Hier nix. Okay. Gut, wir haben Versteck anscheinend erste Mission geschafft oder so. Okay, gut. Kann ich wieder rein? Ja, gar nicht. Okay. Okay, da kann ich anscheinend irgendwas. Geht's anscheinend noch nicht so weiter. Alles klar. Du hast eine neue Nachricht. Hallo Dragon und willkommen im CrimeNet. Wenn du das hier liest, bedeutet das, dass dir der Zugang zum Knotenpunkt unserer Organisation gewährt wurde. Glückwunsch, du hast deinen ersten Schritt in die große Welt getan. Lass uns einen Blick auf die Grundfunktionen von CrimeNet werfen. Keine Angst, wenn es zunächst sehr komplex aussieht. Alles ist mehr oder weniger selbsterklärend. CrimeNet, hier kannst du neue Aufträge erhalten, die andere Crews anschließen, mehr über deine Kontakte erfahren und gelegentlich etwas von deinem hart verdienten Offshore-Geld verzocken. Auftrag als Host beginnen. Aufträge mit einem Timer kannst du als Host beginnen. Ist der Timer abgelaufen, verschwindet der Auftrag und CrimeNet erzeugt einen neuen. Ein Hinweis für den Host. Du bist verantwortlich für den Auftrag und deine Crew. Wenn du das Spiel verlässt, verliert die ganze Crew. Versuche deine Crew am Leben zu halten und stelle sicher, dass es alles bis zum Payday schaffen. Ein Auftrag beitreten. Aufträge, die bereits von jemandem gehostet werden, haben statt einem Timer ein Symbol mit 4 Männern darüber. Der Name des Hosts ist blau bzw. grün, wenn es ein Freund ist. Du kannst der Crew beitreten, wenn es mindestens einen freien Platz gibt. Schwierigkeit. Die Schwierigkeit geht von 0 bis 4 Schädeln. Je mehr Schädel, desto schwieriger. Wenn dies dein erstes Mal ist, wähle einen Auftrag ohne Schädel. Vertrau mir. 4 Schädel nennen wir Todesmut. Und du solltest das nicht mal versuchen, bevor du Level 50 bist. Belohnung. Für erfolgreich abgeschlossene Aufträge erhältst du Geld und Erfahrung. Gleite über einen Auftrag, um zu sehen, was die Grundauszahlung ist. Deine schlussendliche Bezahlung kann jedoch höher sein. Es gibt einen Risikozuschlag und du kannst vielleicht während des Raubes zusätzliche Wertsachen stehlen. Denk daran, alles was du kriegen kannst, ist Gewinn. Das Geld ist dir ERF. Erhältst du nach jedem abgeschlossenen Tag des Auftrages. Wenn du den gesamten Auftrag abgeschlossen hast, erhältst du auch noch, was wir einen Payday nennen. Du darfst eine Karte ziehen und einen zufälligen Gegenstand, um einen zufälligen Gegenstand zu erhalten. So erhältst du eine seltene Masken, Waffen, Waffenmods oder andere nützliche Dinge. Auftragsdauer. Aufträge haben eine unterschiedliche Dauer. Beginne einen eintägigen Auftrag, bevor du dich an längere Raube wagst. Die ERF-Belohnung steigt mit deinem Level. Es gibt also keinen Grund, sich fertig zu machen,
mit einem Auftrag oder einfach noch zu groß ist für dich. Das etwas kniffligere Zeug. Profi-Jobs. Einige Aufträge sind rot umrandet und als Pro benannt. Profi-Jobs bringen mehr Geld und ERF als normale Aufträge. Doch wenn du scheiterst, gibt es keinen erneuten Versuch. Denk daran, wenn du einen mehrtägigen Raub versuchst. Filter. Es gibt mehrere Filter, um einzustellen, was Crime.net zeigt. Beispiele. Nur nach Freunden suchen, Such erweitern, nach einem bestimmten Auftrag suchen. Selbsterklärend, hoffentlich. Stealth. Siehst du ein kleines Geistsymbol neben einem Auftrag, ist es möglich, einen Raub abzuschließen, ohne den Alarm auszulösen. Schließt du einen Auftrag schließlich ab, erhältst du bei deinem nächsten Auftrag einen ERF-Bonus. Ein Hinweis, wenn du hier neu bist, kümmere dich noch nicht ums Schleichen. Um einen streitenden Schleichjob durchzuführen, brauchst du ein eingespieltes Team mit einer Reihe von Fertigkeiten. Alles klar, gut. Das Boost-System. Wenn du einen Auftrag ständig wiederholst, sinkt die ERF-Ausgabe. Bei einem Auftrag und sie steigt bei anderen. Um die maximale ERF zu halten, musst du verschiedene Aufträge erledigen. Verringerte ERF wird angezeigt durch Minuszeichen und ein rotes Glühen. Und erhöhte ERF durch Pluszeichen und oranges Glühen. Alles klar. Auftragshändler. Wenn du etwas Geld beisammen hast und anfängst, ein Level aufzusteigen, kannst du den Auftragshändler besuchen und dir aussuchen, welche Aufträge du erledigen willst. Nochmal, wenn du das dein erstes Mal ist, mach einfach die angebotenen Aufträge. Benutze Crime.net, um Aufträge zu finden und Geld zu machen und episches Payday. Das ist alles, was du jetzt wissen musst. Wenn du ein paar Sprossen auf die Leiter des Verbrechens aufsteigen bist, werde ich dich wieder kontaktieren und kompliziertes Kram mit dir durchgehen. Viel Glück, Bane. Alles klar. Gut, aber ich würde sagen, den ersten Auftrag hier machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge Payday. Ich weiß, es war etwas komisch am Anfang, weil der Typ die ganze Zeit dazwischen gesprochen hat. Aber ich hoffe, das macht nichts so für euch. Aber trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao, Leute. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love